damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen Rust-Abenteuer. Digga, ich mach mein Intro. Er wird gewinnen. No! Also auf jeden Fall einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Rust-Abenteuer. Ja, wir gehen heute in einer riesigen Gruppe rein. Und zwar habe ich heute am Start Akio, Flexis, Eevee, Cookie. Dann später kommt noch Domi dazu. Und morgen kommen da noch zwei andere dazu. Sprich, wir wechseln einmal durch. Weil nämlich die einen können bloß morgen und die anderen können bloß heute. Das wird auf jeden Fall ein Mega-Abenteuer. Und bevor wir das Ganze starten, darf ich feierlich verkündigen. Deswegen auch dieses große Aufgebot. Ich release meinen eigenen Rust-Server, Freunde. Und zwar einen Rust-Server Vanilla-Style Max 4. Und ich freue mich drauf, vielleicht den einen oder anderen dort zu treffen und vielleicht mal ein bisschen Action zu haben. Mehr Infos unten in der Infobox. Oder check den Community-Post ab. Oder den Discord. Auch da der Link unten in der Videobeschreibung. Bevor wir jetzt aber reinstarten, noch die Erinnerung. Freunde, viele von euch schauen sich diese Videos an, liken sie auch, finden sie auch überwiegend positiv, aber vergessen ihr Abo. Denkt dran, haut den Abo-Hammer raus, klickt auf die Glocke und dann werdet ihr zu jedem neuen Movie, Short und was auch immer benachrichtigt. Also wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Sehr gut. So, ich jump jetzt mal rein in die Meute und ich hoffe, ich freue mich auf einen geilen Vibe. Ich habe mega Bock, ich habe richtig Bock und hoffe natürlich nur das Beste. Sonst, auf welchen Server spielen wir? Wir spielen heute auf die Germanen. Den Server kennen bestimmt viele, ziemlich großer Server. Also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall ein sehr großer Server. Max 6. Wir sind einen Tag spät im Map-Vibe. Haben so gut wie keine Prints. Ich habe gestern zwar versucht, welche zu grinden, aber das ist auf Revy ist nicht viel rumgekommen. Wir gucken einfach mal. Hoffen wir aufs Beste. So, weg. Bro, okay. Nice. So, ich jump rein. Guten Tag, meine Freunde. Seid ihr noch am Leben oder seid ihr schon tot? Ich lebe noch. Und das selbst. Und damit auch von mir, der Stimme aus dem Hintergrund, einen wunderschönen guten Tag. Und schön, dass ihr mit dabei seid zu diesem Rust-Abenteuer. Wie bereits erwähnt, sind wir heute eine große Gruppe. Und wir machten auch gleich los. Zuerst trafen wir uns Bandit. Etwas chillen und auf den Rest warten. Nachdem also die meisten angekommen waren, gingen wir los. Es ging jetzt darum, schnell den Bauspot zu finden. Bei so einer großen Gruppe machten wir uns keine Sorgen um Scrap oder ähnliches. Es sollte ganz gut laufen. Unterwegs fanden wir dann auch unsere ersten Kits. Hit nochmal. Noch einer. Aber einen anderen Hit. Verlauf. Ich bin scheiße. Muss reloaden. Ich blut aus. Ich hab nur einen Stein. Einer dead. Links von dir. Hat Hits. Dead. Beide dead. Let's go. Oh, der war loaded. Ich bin halt tot, Digga. Mit noch mein Stuff mit. Ja. Oh, die sind loaded. Und anschließend übernahmen wir eine Base temporär, bis wir alle da waren und unseren Baseboard lokalisierten. Jetzt wurde es auch schon Zeit für die erste Gun. Denn bei so einer Gruppe sollte dies kein Problem sein. Ich hab dir ein Bag gelegt, Cookie. Oh, AK. Oha. Komm rein, Flexus, komm rein! Komm schnell rein! Komm rein! Mann, Tür zu, Licht aus! Nicht mehr bewegen! Das war jetzt nah, ja? Ja, gleich um die Ecke. War auch noch ein bisschen Schwefel. Von mir läuft einer. Essie. Hat jemand was? Ja, ich komm gleich. Komme. Ich weiß nicht, ob er eine Waffe hat. Alleine? Ja. Auf mir. Close. Da wo er gerade war? Ja. Haben wir einen Hit? Ja, vor dir. Er ist super low. Seht ihr ihn? Ja. Ist auf mich fokussiert. Ich hab ihn. Flexus, du musst näher hin. Mit Dagger gehen. Bleibst du nicht Mac, er kommt aber bestimmt gleich wieder. Oder heb. Vielleicht schaffst du Saki aufzuheben oder so. Komm, ich hab mir kurz. GD, das hab ich gehört. Vielleicht stehe ich auf. Komm, ich komm. Steh auf. Flexus.
Was? Er ist tot. Er ist tot. Achso, er ist tot. Sehr gut, hallo? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Spiel mich nie aufstehen lässt. Wunderbar. Ich sammle den Rest ein, alles gut. Und Tor haben wir die erste Star. Easy peasy, Leute. Mein erster Kill. Ja. Ja, und gleich der wichtigste. Nice. Der wichtigste Kill, ich weiß. Ja. Oh, weg. Rechts von uns. Er war Busch drin. Heilige Scheiße. Er sieht dich, Sven. Ja, ich weiß. Ich kann ihm nichts tun von hier aus. Er war natürlich gleich oben an der Klippe, kommt nämlich dead. Die Saar? Ich hab die Saar? Lauf! Nein, Scheiße! Hast du ihn getroffen? Na, ich weiß es nicht. Das ist wieder derselbe. Ganz Ruhe. Ja. Absolut Ruhe. Er ist dead. Sven, ich weiß, wo er kommt von hier unten. Also geht er so schnell wie es geht weg. Ja, ich lasse alle den Rest liegen. Ich hab zwei Stars, ich hab zwei Stars. Okay. Revy. Ja. Mit Revy's aber. Die Power-Up. Wir können's tryen, wir können's tryen. Hebt ab, hebt ab. Es sind zwei. Wir kommen von der Rückseite, vielleicht können wir irgendeinen Play machen. Ruhig hier? Mhm. Einer, ja, der andere habe ich jetzt nicht erkannt. Er hebt schon ab, er hebt gerade ab. Headshot, 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 Pilot! Ich bin dead. Ich bin dead. Nein. Da kommt er, das Push bei den Tommy geil. Ja, hier sind drei mit Revy, ich bin eh schon, das ist scuffed. Oh, okay, Tommy geil bei mir. Ja, das ist der. Komm. Ich sitz fest, Freunde. Bin absolut gefickt. Ich bring dir im Pferd, kannst vielleicht was nachhauen. Hab ihn Hit? Soll ich die Saar bringen? Soll ich eine Saar bringen? Jo. Wo ist der? Vor mir, direkt vor mir, Klaus, er wird mich gleich so pushen. Bin da. Hast du was? Ich seh nicht, ich bin naked, da ist Full Gear Ding. Ja, ich kann nichts tun, Digga. Er ist so behindert. Ich bin dead. Ich kann nichts tun. Direkt bei mir, direkt bei mir. Jetzt geht er. Er ist so schlecht. Wie viele sind es denn einer? Ich laufe offensichtlich um, Flex. Bleib du hier im Hintergrund. Also wenn ich die Nägern drop, ist scheißegal. Ich kann meinen Bogen liegen lassen. Mein Crazy ist nicht weg. Lieber du die Saar, weil du hast ein bisschen besseres Aim. Ich kann auch die Saar nehmen, mir ist das egal. Wer kommt? Ich. Nämlich Bogen. Warte, ich kann dir auch Nägern geben. Ja, hinter dir. Auf der Straße oder Terrasse? Nee, Terrasse. Flex, das geht nicht dahin. Einer gut low, bis dead. Ihr müsst pushen. Ich seh nicht. Ah, einer auf dem Fenster. Oh, Scheiße. Was ist passiert? Ich bin dead. Salitier oben. Nein. Oh. Ach komm. Ja, fünf. Oh mein Gott, der trifft da gar nicht. Kurz rüber. Die sind eigentlich so schlecht. Einer dead? Nice. Hinter mir ist noch einer, der verfolgt mich. Ja, ich muss hier weg, ich bring die Saar weg. Ja. Ich bin 24 AP, hab keine Heal. Nee. Sieht nicht so aus. Nee, ich glaub, die sind voll durchgedippt. Die haben eine Tommy erbeutet. Ja, wäre ich auch. Tommy Kid. Das ist keiner. Gar keiner. Rossi on me. Er ist hier in dem Rundell zwischen uns. Oh, er ist dead, Tommy dead, komm. Zwischen den Gebäuden. Ja. Noch einer. In ja, der ich Mitte. Weiß. Rossi. Es sind noch mehr. Einer dead. Noch einer. Es los. Nein. Oh. Let's go. Wir haben alle. Go. Sehr schön. Oh, it's loaded. Ja. Lass gehen sofort. Wie wieder drin campt. Hast du die Tommy? Nein, noch nicht. Die lag hier vorne. Hier ist er irgendwo down gegangen. Das waren die drei, oder? Ja, das waren die, aber wo ist die scheiß Tommy hin? Hier. Nimm sie. Ja. Tschüss. Oh, er ist ja auch noch randvoll. Ja, lass aber trotzdem nach Hause. Bin auch gleich da. Die hatten aber keine Muni mehr. So konnten wir doch unseren ersten Waterfight
für uns entscheiden. In diesem Video ist es etwas anders wie sonst. Sonst versuche ich immer die Story bzw. die Abschnitte, die passieren, möglichst genau und möglichst wichtige Eckpunkte mit einzubringen. Aber ich hoffe, ihr versteht, bei so einer großen Gruppe ist es ziemlich schwierig, jeden Fight, jedes Ereignis und auch jeden Gewinn bzw. Verlust mit einzuarbeiten. Ich hoffe, ihr versteht das. Dennoch, wir hatten unsere ersten Waffen. Jetzt ging es darum, unsere eigene Base zu bauen. Wir machten uns also auf und farmten ein bisschen. Nachdem wir die Base zusammen hatten, sollte die nächste Action schon auf uns warten. Ich jag eigentlich keine Satchel Raids mehr, weil es einfach meistens nicht lohnt, weil du die Base nie findest. Ja. Oh. Komm näher. Ich glaube, ich war's da. Ja, es ist gleich hier. Einer Triple Head? Jo. Komm hoch. Kommt Naked. Hinter dir nicht erschrecken. Oh Gott, bin ich trash heute. Wer ist oben? Einer Dead. Oh, ja, oben, die am Berg, die an der Spitze. Oh, die sitzen hinter dem Hügel. Oh mein Gott, die Tür hat nur noch eine Satchel, braucht die nur noch. Komm her. Wo bist du? Bist du bei mir? Sind sie ja. Sind ja, sie ja, nicht pass auf. Nein, nein. Pass auf. Er ist hier dahinter. Hier hinter der Tür. Ja. Okay, die sind gut loaded. Die sind sehr gut loaded. Also, die sind Boom holen gegangen wieder oder was? Warte, ich loot gerade. Komm, du musst mir helfen hier. Er ist hier drin, hinter der Tür. Einer, glaube ich. Also, soll ich looten? Nein. Du sollst die Tür abheben, ich hau gleich eine Satchel dagegen. Pass auf. Die Tür. Da kommt was? Gott, ich bin heute so trash. Pass auf, ich mache auf, okay? Ja. Ich gehe dann rein, okay? Ja. Ist offen, jetzt. Zwei dead. Okay. Pass auf, hier sind die Bags, hier sind die Bags. Oh. Da kommen welche? Ich kann nicht zielen. Ja. Hier wird gesilenced ohne Ende. Ja. Fuck. Wir können das hier drin nicht defenden, niemals. Ah, das ist ein Full Kit. Ja, Triple Dead. Kurz ruhig. Nee. Ah, noch einer! Hier gab es leider für uns nicht ganz, sondern da waren 4-5 Jackies drin. Allerdings poppte die Crate auf. Und wir wollten uns an Water natürlich an ihr versuchen. Ja, wir müssen den challengen, hallo? AK, Crate, let's go. Nein, nein, also auf jeden Fall sind es mehr. Ja, wir müssen. Sie sich auch irgendwo verwinkelt. Ja, wir werden es gleich raus. Ja, hier ist schon einer. So der Walk da drin. Duck. Boah, ja, einer mit Bolt. Ich hab hier einen Frontman bei einer mir ist, gegeben. Einer ist Recycler. Oh, Ecke ist bei mir, Ecke ist bei mir. Oh, sehen, ich seh, ich seh. Ich kann nicht rein. Ich bin aber gerade. Ich hab ihm Triple alles gegeben. So, auf Domi, aimst du ab ein bisschen? Er kommt jetzt gleich hier drüben, 100 pro. Ecke rennt hier gleich lang, da ist er. Ja. Halt durch, halt durch, halt durch. Beschäftige ihn einfach nur. Double Hit. Na, bin dead, bin dead. Hab ihn Double Hit. Ecke dead, Ecke dead, Ecke dead. Ich kann sie nicht looten, ich kann sie nicht looten. Lauf weg. Ah, okay. Komme. Komm auf. Ich komme auch schon wieder. Wo ist Ecke? Hier bei mir. Ich seh's. Ich kann die AK nicht looten. Oben. Macht weiter. Ganz oben. Ich muss die AK suchen. Oh, links, ich bin dead! Ja, genau. Ja. Ich hab keine AK. Mark, dann haben die meinen Stuff jetzt. Alles gut, er wird nicht pushen. Weg. Ja, die war noch weit weg. Er ist unter dem Wasserturm. Ich glaube, der ist das? Gefallen. Ich glaube auch. Ja, die sind immer noch oben.
Oh, ich bin fast dead. Kommt ihr wieder? Ich hab keine Spritzis mehr. Einer pusht dir vor. Ich bin full dead. Ich muss mich heilen. Da war Naked kommt, die ganze Zeit um mich rum. Hier vor mir, direkt. Ja. Hier, der Pop. An der Ölraffe, sagt ihr? Was machen? Ich höre selbst Rohrrolle. Ja, ist. Wie kommt der jetzt weg, Digga? Einer dead, einer full kit dead. Ich brauch Hilfe, sehr dringend. Ich bin unterwegs. Noch einer dead. Hab EK. Kit, also nicht EK, aber EK Kit dead. Jetzt kommt einer von hier. Einer dead. Da kommt jetzt nochmal Essie. Das sind zwei. Ich bin safe, vielleicht kann ich mich von hinten anschleichen, den Kit oder so abstauben. Einer ist knock. Yeah. Mir geht der Heal aus, hab keinen mehr. Diese Tommy, links, rechts. Da kommt noch ein Team von oben, zwei Hessis ja, oder ja, so. Ja. Die fighten da. Hab noch ein Dead. Oh. Full Dead diesmal. Ach, scheiße, Mann. Noch ein Dead. GG. Ich glaube, ich hab's. Nein, das sind noch mehr. Vergiss es, ja. Oh mein Gott, AK hat mich. Oh Mann, ich bin dead. Jetzt greift mich ein Schwein an, wenn ich liege, Digga. Willst du mich verarschen? Nach diesem herben Niederschlag waren wir etwas gebrochen. Wir vollendeten zwar noch die Base, aber wirklich viel ging nicht und beendeten Tag 1. Tag 2. Und wir machten uns gleich mal einen großen Farmrun. Denn es ist immer irgendwie so unser Deal. Wenn wir online kommen, erstmal die Imps vollknallen, damit wir Stuff für den Tag haben. Allerdings sollte das nicht ohne etwas Action bleiben. Mehr. Ich sterbe safe. Schieß auf den. Noch einer dead. Einer noch. Zwei Leute jetzt da. Dritter dead. Ich glaube, wir haben alle. Ein muss einer fail sein. Ist tot. Alle drei dead. Der eine liegt ein bisschen weiter rechts. Boah, Digga, die sind voll. Full Kit AK, ein bisschen weiter rechts. Haben wir AK. Digga, die sind alle voll mit Farm. Digga, ich lauf um die Ecke, auf einmal stehen drei Leute vor mir. Digga, ich hab nur Headshots gekriegt. Hast du ein Bag? Nee, ich lauf. Lootet einfach Rock in meine Richtung. Ist ja nicht so weit weg. Ich bin absolut voll und die auch. Oh mein Gott. Ich bin bei euch eine Minute. Drop mir nur gleich ein Kit. Hallo. Naked. Ey, der kann doch nicht so schnell. Ja, ich sehe zwei. Ja, zwei. Nein. Ich hab einen Headshot. Einer full dead. Einer red. Ich push. Bin aber low. Den einen, den ich hier drin habe, ist vielleicht tot. Ich seh nicht. Hab ihn noch mal? Hab ihn. Wir haben ihn. Beide dead. Oh, es waren meine letzten Schüsse. Da kommt Naked. Hey, wo liegt der, den ich gedoppelt habe? Ah, da vorne. Oh ja, hier, die sind. Ich brauch kurz Muni, Leute. Perfekt. Ja, wir haben's. Nachdem die Action bei uns nachließ, entschieden wir uns auf Auric zu gehen. Denn wir alle hatten nur noch heute Zeit für diesen Vibe. Also wollten wir so schnell wie möglich möglichst viel Action und vielleicht den ein oder anderen Boom bekommen, um vielleicht doch einen kleinen Raid zu starten. Ja, nein, warte, wir bleiben alle hier. Nur einer holt das Boot. Direkt bei ihrer Base. Am Ende springen da selbst Leute auf den Roof und beamen uns weg. Nur einer holt das Boot. Wer hat das Low Raid? Oh, nee. Immer ich. Warte, hier, nimm mal die Karten. Nimm das mal. Ja, da hab ich. Viel Spaß, Sven. Stirb nicht. Schneller. Ich werde so sterben. Da kommt ein Kreisverkehr, da kommt ein Kreisverkehr. Da.
39 hast du noch, das reicht, das reicht. Ich hab 43, das reicht. Doch, da Platz mit mir. Warum? Weil ich nicht fahren will. Und ich bin der Krasse, der das natürlich macht. Ja, wie alle. Sitzt mal da, wie die Heinz und Männchen Bühne bestellt und nicht abgeholt, ich schwör's. Setz dich, ja, und los geht's. Bauen ein jetzt. Es kann nicht sein, dass die Scheiße nicht schaffst. Rüstung wieder an, Leute, ne? Wenn ihr noch aus. Ist jetzt bei uns nicht gefunden. Sie ist online! Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Perfekt, da geht's nicht. Vanilla Much. Ich alle unterwegs sein. Das ist aber nicht. Nee, da schwimmt was. Wo? Da schwimmt was. Der geht zur Leiter, geht zur Leiter. Ja, da ist ein Hessi. Hallo, ich sehe euch beide. Zwei Hessis. Wie geht's euch, Jungs? Wo sind die genau? Unter mir. Alles los. Drei sogar, Jungs. Wie geht's euch? Wollt ihr hochkommen? Alles gut, Digga. Was macht ihr denn hier? Das macht man doch nicht. Das gehört uns. Vorsicht. Jungs, das macht man doch nicht. Sind die bei der Leiterhöhe oder was? Ja, ja, alle hier unter mir auf der Ebene. Jungs, was soll das denn? Das war echt uncool von euch. Einer hat auf jeden Fall einen Hit von einem Grenade bekommen. Das war ein Granatenhit. Hä? Einer ist oben, Digga. Bist du tot? Ja. Das ist der Milo. Ja, Vorsicht, Sven, hier. Warte. Bist du tot? Oh. Einer gut hit. Einer full dead. Schön full dead. Jetzt ja, langsam. Zweiter Headshot. Oh, ich könnte. Oh ne, ich will nicht runter pushen, das ist dumm. Ich hab bloß keinen Heal. Wobei klingt hier, das könnte sein, dass ihr zu euch kommt. Kannst du das halten, dann mache ich die Kiste leer, weil ja, dann kommt keiner mehr. Ich kann das auch halten. Mini. Sag ich doch. Trip, double hit. Gelandet? Ja. Ich glaube, das Scrappy kommt jetzt auch zu euch. Scrappy kommt auch. Oh, Scrappy kommt auch. Digga, wir sind gefickt. Wir pushen die beiden, wir versuchen sie zu töten und hauen ab. Ich glaube, das wäre fast der cleverste Move. Dann komm. Ich weiß bloß nicht, wo die anderen zwei sind. Kommst du? Okay, lass die pushen. Ja, ich bin über dir. Der eine ist der andere. Ich bin dead. Hab beide. Sehr gut. Loot mein Body, da ist Rocket und AK drin. Und dann schnapp dir ein Schwimmzeug und tauch ab. Scheiß auf die Kids. Rocket AK, ich seh die AK nicht da. Bin im Wasser. Nimm dir ihre Schwimmsachen. Ja, hab ich. Okay. Ich bin tot AKs. Wo war der genau? Ja, fast unsere Base. Milo schon wieder, Digga. Das waren auch die was. Ding war, ja, ne? Ja, dann sind die getaucht, also. Wir sind bei R13 Mitte rechts. Da. Gut. Ja, hab ihn. Ist der Mini schon abgehoben, oder was? Ja, ich war nicht nah genug. Oh lol, Digga, er stackt mit Wood. Ich schwör mal, Alter. Was? 700 Scrap, 1000 Stoff? Ey, ich fick dieser Base, ohne Witz. Ich check's halt nicht, das ist, keine Ahnung. Oh nein. Ey, Cadet. Oh mein, ja, und ich finde dann eigentlich nicht in die Base, also echt. Und an dieser Stelle endet das Video leider schon. Wir haben leider nicht mehr Zeit gehabt. Wir wären gerne noch raiden gegangen und hätten uns mit ein paar Leuten angelegt.
Allerdings hatten wir bloß 2 Tage Zeit für den Wipe und der Server hat es uns wirklich nicht leicht gemacht. Deswegen ist es diesmal auch kein Movie, sondern einfach nur ein Video. Selbsterklärend werde ich mich bemühen, dass wir bald wieder ordentliche Movies hier auf dem Channel haben. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick mit vielen, vielen Charakteren, mit etwas Witz und doch etwas Action. Denkt daran, zum Forswipe meinen Server vielleicht zu besuchen. Wenn ihr Bock drauf habt, checkt auf jeden Fall noch die Infobox. Und ich kann euch auf jeden Fall für alle diejenigen, die PvP suchen, einen Full-Pop-Server und vielleicht ein größeres Team sind, die Germanen wirklich wärmstens empfehlen. Checkt den Server auch mal ab, dazu auch mehr Infos in der Infobox. So, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich freue mich auf Donnerstag, ich freue mich auf euch. Und bis dahin, haut rein.